Ich unterstütze Sentience Politics aus mehreren Gründen. Zunächst einmal, weil unser exorbitanter Fleischkonsum ein ökologischer und ökonomischer Irrsinn ist. Wir könnten die Ressourcen sehr viel sinnvoller einsetzen. Darüber hinaus unterstütze ich das Projekt, weil wir natürlich auch starke tierethische Argumente dafür haben. Es ist so, dass dieser Glaube, dass wir Lebewesen diskriminieren dürfen, bloß weil sie nicht unserer Spezies angehören, auf wackeligem Fundament fußt. Dieser Speziesismus unterscheidet sich in dem wesentlichen Kern kaum vom Rassismus, der eben Lebewesen, Menschen in dem Fall, diskriminierte, nur weil sie eben nicht der gleichen Rasse angehören. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Menschheit sich weiterentwickelt, dass die künftigen Generationen auf den Speziesismus unserer Zeit mit der gleichen Verstörung zurückblicken werden, mit der wir heute zurückschauen auf die Zeiten, in denen Rassisten, Sexisten oder Nationalisten andere Menschen diskriminierten. Wir als Giordano-Bruno-Stiftung haben das Great Ape Project wiederbelebt, weil wir diese völlig irrsinnige Trennlinie zwischen Mensch und den anderen Tieren aufheben wollten. Und Sentience Politics ist eigentlich nur die logische, vernünftige Fortführung dieser Grundidee.